Lieber Stefan, ich erlaube mir gleich bei du zu sein, weil wir sehen uns bald. Ja, du hast ja Geburtstag, dafür wünsche ich dir mal alles Gute, es erscheint ein Runder und von deiner lieben Frau kriegst du einen Workshop bei mir geschenkt und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir gemeinsam ein schönes neues Lieblingspfeifel für die entstehen lassen. Ja, bis dahin, du schön feiern. Ja, und wir sehen uns bald. Tschüss. So, mein lieber Stefan, jetzt ist es soweit. Gell? Jetzt haben wir, ich werde jetzt das Video von den Geburtstagswünschen, das werde ich als Intro machen. Gell? Und jetzt ist es soweit, weil es war, wann war das? Vor 14 Tagen jetzt, gell? Also, ja, oder, genau. gell? Also Geburtstagskind, wie alt sagen wir nicht? Nein, wie ist ja gleich. Gell? Ja, genau. Wir machen also heute deine neue Lieblingspfeife. Genau. Was hast du gedacht? Was ist so deine Präferenz, was du. Ich bin ziemlich offen. Ich habe ein bisschen nachgedacht auf deiner Seite, wenn dir mal eine praktisch die hinstellen kann. Okay, ja, das ist fast nie ein Problem. Auf der anderen Seite sehen die aber auch nicht so schön aus wie runde, ballige. Ja, kommt auf die Form drauf an, immer. Ja. Dann habe ich schon drüber nachgedacht, aber das wird wahrscheinlich. Schwierig mit der Zeit, ob man irgendwas mit dem Motiv machen kann. Aber da geht es dann eher in die Schnitzerei wahrscheinlich. Es kommt immer drauf an. Gell? Also man kann das schon sehr, wie soll ich sagen, man kann es ein bisschen abstrahieren. Gell? Es kommt immer drauf an, was da vorschwebt. Ja. Weißt? Ich meine, figural, gell, ist immer ein bisschen schwierig, weil man muss halt immer bedenken, dass du dass sie putzen kannst, dass sie zum Rauchen geht da, gell? Ja. Aber ja, da kann man drüber nachdenken, aber sonst so eher so gebogen oder gerade oder. Ja, was mir auch gut gefallen wird, wäre so, ich weiß nicht, wie viel richtig heißt, so richtig gebogene, wo ich also wo das Mundstück schon einen rechten Bogen macht und sie dann wieder hochkommt. Ja, so ein richtiger Hänger. Ja, so ein Hänger. Ja. Wäre auch schön. 9mm Filter natürlich. 9mm auf jeden Fall wäre gut, weil das auf die andere Bar raucht. Was ich an sich gern mag, ist, ich rauche am liebsten meine Lesepfeife, weil der Rauch anders schmeckt gefühlt. Beim selben Tabak, ich schätze, dass er kühler wird. Ein bisschen, ja, das ist und das auf jeden Fall ein bisschen, ja. Auf der anderen Seite ist es in Gesellschaft eigentlich einfach eine kurze Pfeife zu rauchen, weil man nicht so komisch ausschaut. Wie mit der langen. Also ich bin tatsächlich ziemlich offen, ich habe gestern noch mit meiner Frau eine Weile diskutiert und gesagt, guck mal, sowas wäre auch schön. Und dann haben wir gesagt, wir reden mal mit dir, was für Ideen du hast und mal, wie es zusammenpasst. Bei der Lesepfeife ist es so, wahrscheinlich, ich habe jetzt des Öfteren einfach, haben wir zwei Mundstücke gemacht, gell? Okay. Dass man einfach sagt, weil gerade wenn man jetzt so einen stark gebogenen Hänger macht, wir können es noch aufzeichnen. Ich habe auch unten jetzt hetzigerweise so Pfeifen, da habe ich so ein Zwischenrohr. Mhm. Könnte ich theoretisch zwei Filter reintun, wenn du willst oder so. Aber dass man sie kurz und lang rauchen kann, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, möglich, ja. Aber dort jetzt zeichnen wir mal ein bisschen, dass man draufkommen lässt. Also die Idee ist gut, gell? Aber völlig wide open, gell? Ja. Also wenn es ein reiner Hänger ist, ohne Verlängerung. Das haben wir eben gesagt, gell? Dass wir schauen, dass wir da irgendwie so ein bisschen einen Kontrast einbringen. Jetzt schauen wir uns einmal die Holzsachen an, aber dass wir oben dunkel, unten hell und da vielleicht auch dann das Zwischenrödel ein bisschen dunkel und dafür das Mundstück hell, dann werden wir uns schon auf irgendwas einigen. Weil es ist noch einmal hitzig, es schaut dann, wenn es während man stehen ist, schaut es auch wieder alles ganz anders aus. Gell? Also auf der Zeichnung ist alles immer ein bisschen, nur gezeichnet. Lieber Stefan, jetzt haben wir wieder mal die Qual der Wahl, so wie immer, beim Holz. Gell? Und wir haben gesagt, wir möchten eher ein bisschen, also soll sie vom Inhalt her normaler sein? Also, oder merkst du viel Inhalt oder ist das normal. Nicht so tragisch? So, da schauen wir. Und von der Größen. Du hast jetzt, was hast du da jetzt in der Hand? Das ist ziemlich kleine da. Das ist eine kleine, also so ein bisschen. Ein bisschen wuchtiger, ein bisschen bauchiger darf sie sein. Darf sie schon sein. Kein Knopper, aber so. Aber so, ja. Weil wahrscheinlich, gell, so, da haben wir relativ breite. Wahrscheinlich, je schöner und gerader die
Naturkante oben ist, desto schöner wird wahrscheinlich das Holz sein. Und da suchen wir uns jetzt auf. Sachen drin, also wird es wahrscheinlich auch so schön bleiben. Wissen tut was mehr, aber ein schönes Nackel der Büssel, also ein bisschen unwuchtig ist, aber so von der Geschwindigkeit her passt das. Dann eh so ein bisschen vom Bieren. Mal ganz schauen, ob da mal die äußere. Ja, sie ist gleich so klein, ist nicht da. Aber wie gesagt, kleiner machen kann man sie. Es ist jetzt da so, dass eigentlich das Holz, weil das da zum Beispiel, was da jetzt, das sieht man jetzt in der Kamera, glaube ich, gar nicht. Dieses kleine, das kriegen wir wahrscheinlich noch weg. Gell? Das ist der Mensch. Ja, ja, zum Beispiel. Gell? Weil wenn wir sie unten möglichst hell lassen, gell? Weil sonst ist sie super, die kleinen Sachen, die, das ist der Schleifschausser. Und man kann es natürlich kleiner machen, aber auf der anderen Seite... Aber da habe ich jetzt gerade die Kante verloren, die du gerade gemacht hast. Das ist halt dann so. Gell? Das auf der anderen Seite passt es ja auch schön in die Hand, so, ja, wenn wir das ja, so vorstellen. Ja. Ja, ich glaube, wir lassen sie so von der Größe. Gell, weil es täuscht natürlich, weil da fällt schon viel weg. Ja, ja, genau. Ja, da sind wir dann auch rund. Gell? Ja, ja. Und jetzt machen wir mal den Inhalt, nachher sehen wir mal vom Inhalt her, ob es passt. Genau. Gell? Das ist gut. Sie ist schon sehr, eigentlich schon tief, gell? Aber du musst sie ja nicht, siehst du, so, da sind wir jetzt ungefähr da. Gell? Yeah. Das müsste sich alles ausgehen. Da haben wir unten eben auch noch genug Platz, dass man jetzt da eigentlich noch genug wegschneiden kann. Das macht es innen halt sehr schön glatt, dass sich da nichts anlegt. Stefan, vom Inhalt her, was glaubst du? Sieht gut aus, oder? Gell, innen ist auch schön, glatt ist auch jetzt. Gell. Und wie gesagt, sollte es dir zu viel sein, wobei ich sage jetzt, das passt schon. Gell. Das wird jetzt so eine von deinen durchschnittlichen Pfeifen, was du jetzt hast. Gell, von, so von der vielleicht von ein bisschen. Der und sonst tut man halt gleich zwei Drittel, da war keine. Oder ja, gell. Das ist ja alles klar. Genau. Gell. Aber das Holz schaut da mal super sensationell schön aus. Also ich glaube, da haben wir Gaude. Gell, schön. Da mal so ein Zwischenresümee. Gell. Wir richten uns schon eigentlich danach. Gell. Sie ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so stark gebogen wie die Zeichnung, aber wir kommen schon hin. Jetzt haben wir mal das Zwischenrädel gemacht. Holz ist schön. Gell. Da können sehr wir schön. Schon zufrieden sein und jetzt werden sehr wir ein bisschen schön. Schleifen. Und der Stefan jetzt dann. Ja, genau. Ganz genau, man kriegt dann schon mal so ein bisschen eine Übung, weißt, wenn man es länger macht. Ja, genau, perfekt. Thank you.
ausschenken. Mundstück biegen, das ist der Stefan jetzt dran. Gell? Genau. Das geht meiner Meinung nach am besten mit Kerze, weil das am günstigsten ist. Gell? Wir sind ja energiebewusst und nachhaltig. Das sind alte Stumpen von irgendeinem. Vom Friedhof? Ja, oder vom Dings, vom Adventskranz, weißt du so. Und die werden da hergenommen. Und man muss leider immer bewegen, dass das sich gleichmäßig erwärmt und nicht irgendwo anfängt schmelzen. Gell? Aber das werden wir schon hinbringen. Also lieber sind wir ein bisschen unterhalb, gell? So, das passt schon. Gell? Aber so dürfte man, von der Verlängerung her, dürfte man es hinkommen. So. Und probieren wir mal, ob wir da. Spur tiefer, jetzt muss man halt das da so quasi da innen drinnen, gell, also man sieht es, geht, gell. Gell, weil da tun wir das Kantele, was jetzt über ist, gell, wenn wir so schräg sind, aber man sieht es jetzt, man sieht es sogar da gut. Gell, das Loch ist jetzt ein bisschen unterhalb und das tut man mit so einem Kugelfräser, fräse ich halt da einfach nur, dass du mit dem Putzer durchkommst, gell, weil das ist wichtig und lieber, es ist ein bisschen weiter unten, es wird zu hoch, aber wir haben es geschafft. Dass da dasselbe ist, gell? So, auch wenn du da ein bisschen reindruckst, ist es schön erhalten. Ein bisschen mehr. Und dann kannst du theoretisch wirklich zwei Filter rein tun. Gell? Also ein bisschen reindrucken. Mhm. Und dann hast du so quasi da, schauen wir, ob er da zieht. Da zieht er und da tun wir so rein. Dann hast du schon die zwei. Also, geht. Geil, aber geht schon. Ja? Geil so. Die hat jetzt werden wir unser Zwischenrohr, gell, jetzt haben wir eigentlich alles schön fertig geschliffen, werden wir jetzt schwarz beizen, weil wir haben gesagt, wir machen es zweifarbig. Und da tun wir jetzt das Rohr einmal polieren. Und das Schwarz saugt sich halt dann gut ein in die weichen Holzstellen. Und dann kriegen wir da eben diese dunklere Färbung hin. Okay, ja, genau, so machst du das gut. Das ist jetzt das Zwischenrohr, da haben wir jetzt eben schwarz gebeizt und da tun wir jetzt die überschüssige Beize weg. Dann haben wir schon ein bisschen der Struktur drin. So macht man da. Das tun wir dann noch so mit so einem Maragonirot drüber, dass wir da das nur ein bisschen dunkler haben und dass sich so ein bisschen angleicht. Also ich glaube, das wird gut. Da haben wir so eine schöne zweifarbige Kreise. Ja. Sie hat schon was. Und von der Größe her ist sie auch, gell? Man sieht so eine große Pfeife, aber ja. das passt schon. Das passt schon. So, Stefan, was sagt er? Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die Pfeife spricht für sich. Ja, ja man, wir sehen sie dann jetzt ja noch gell, mit Bild und Video, so ein bisschen groß. Ja. Sensationelles Stück, vor allem flexibel, kurz, lang. Ja, Schaut beides mal toll aus. Ja. Also, aber ich glaube, dass sie nur also die meiste Zeit lang rachen wird. Ich glaube es auch, ja. Gell? Das ist gell, so auf der Terrasse oder so, nach dem Grillen oder nach irgendeiner netten Festivität oder zum Sinieren, so wie wir schon festgestellt genau. haben. Gell? So ein gutes Glas Whisky ja. oder Wein oder irgendwas. Und vor allem war es cool, den Entstehungsprozess mal in Farbe und bunt zu sehen. Auch nicht nur beim Holz sowieso, gell?
und auch sogar auch noch das Mundstück individuell biegen und, ja, ja. Und polieren und alles. Ein ganzheitliches Erlebnis. Ja, fein, fein. Und ein grandioses Lieblingsstück und Andenken. Fein, das freut mich, gell, Stefan. Okay, super. Ein Workshop wieder erledigt. Es folgt dann irgendwann im nächsten Monat noch ein zweiter. Bald einmal nach. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Gell? Tschüss. Danke.